Voll cool, dass das geklappt hat. Ich habe das so random irgendwie letztens in meinem Stream, habe ich einfach gesagt, ey, wenn Kevin das hört. Und hat immer jemand meinte, dass wir mal zusammen zocken sollen. Ja, why not, let's go. Alter, ich sehe schon fast 6 Millionen, du bist ja richtiges Rich Kid, Alter. Ich bin halt krank gerade und ich habe nicht gestreamt, deswegen habe ich die ganze Zeit hier gechillt, YouTube-Videos geguckt und alle 20 Minuten den Ober-Scav-Run gemacht. Was war mit deinem PC-SSD irgendwie durchgebrannt, habe ich gewonnen. Naja, Bruder, hör mir auf. Ich habe noch nie einen Tag auf dem Boss gekillt, Bro. Oh, shit, okay. Ja, vielleicht machen wir das heute mal. Also jetzt von Kalle Carry lassen. Freunde, die Quests machen sich nicht von alleine, you know? Ey, ich möchte dich nur vorwarnen, das erste Mal, als ich damals mit Daniel gezockt habe, also mit Moondai, habe ich ihm erstmal aktiv einen Kopfschuss gegeben. Ja, gar kein Thema, Mann. Ach ja, das kann ja nur lustig werden hier. Der ist Arsch. Also deine Community steht auf jeden Fall hinter dir. Naja, scheiß Tony, Bro. Also du willst die Stores ablaufen, hast du gesagt, und Gäste töten, ne? Jo. Oh, da ist einer, ich seh ihn, gelbes Auto. Und den Autos direkt, rechts. Ist down einer? Alter, Maschine. Hinter dem Auto ist ein zweiter. Hinter diesem Van. Siehst du den? Meinst du den grünen Van, ne? Oder meinst du schon weiter rechts? Ja, den, ja. Oh. Auf mich wird geschossen. Ich hab ihn down. Da ist noch einer. Noch einer. Einer pusht raus, ein Scav. Achtung, ganz rechts. Ja, haben wir. Hab ihn. Wir können halt taktisch spielen. Ich halte hier und du gehst einmal außen rum. Ja, das wäre jetzt so mein Vorschlag. Das machen wir einfach mal. Ja, krass. Krass, machen wir so. Okay, dann mach ich das. Oh, du bist geschossen. Ja. Kann ich sehen. Siehst du ihn? Er ist tot. Oh mein Gott, Boss! Das war eine gute Taktik, dass du da nochmal rausgehst. Dann haben wir ein bisschen der Audio von ihm bekommen, weißt du? Auf Lock, auf Bock und so. Nein, Bruder, auf Lock sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Nein. Sag dir nicht, ist das vorbei? Kann man nachschauen. Oder ist noch einer auf der Straße? Wo? Noch vor uns. Jetzt am Van. Zwei. Ich aim rechts ab. Ich muss moven. In Deckung auf jeden Fall. Schmieren wir kurz die Rosette ein. Ich push noch weiter nach hinten. Bis sie reingegangen sind. Schuss auf mich. Muss mich hinlegen. Die haben mir meinen Arm weggeknallt. Scheiße. Oh, der hat mir dann gleich mein Leben weggeknallt. Ich bin jetzt hier an so einem blauen Zaun außen. Ich push da jetzt, glaube ich, einmal hin. Bist du das da? Läufst du rum? Nein. Gegner. Ich glaube, ich hab ihn. Du hörst mich hier quasi neben dir. Ich mach mal so einen Scav gewesen. Ja. Bro, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Mage spiele, der callen kann. Alter, was Wien hat mir für dreckige Calls immer gibt. Ist das dein Kill hier? Ah ja. Killed bei Heizung auf 5, Bro. Oh ja, ich hab auch einen Spieler gekillt. Holy shit, der war mega Arsch. Ja, ich glaube, die sind hingehauen, ey. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier die Rampe hoch und dann laufen wir so langsam deine Stores alle ab. Hallo, da. Unten, Scav. Hast du? Nee. Nee, ist noch am Leben. Ist down? Ja, sollen wir hier irgendwas looten oder willst du hier einfach durchballern? Du kannst alles anfassen, was du willst. Je schwerer du wirst, desto schwieriger wird es natürlich, dann noch voranzukommen. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen jetzt einfach zum Essensregal. Dann werden wir deine Läden ablaufen, dann hast du die Quest. Und dann gehen wir erstmal raus. Ja, hier ist jetzt so dieser große Supermarkt. Da können wir mal ans Essensregal gehen. Da legst du dir mal richtig schön den Magen voll. Ja, da links ist einer. Richtung Kasse oder was das ist? Du bist da nicht mehr. Nee, der ist da nicht mehr. Ja, hier sind die Essensregale. Ich glaube, der hat jetzt einmal durchgewischt. Ja, top. Bist du mehr so der Fischtyp oder bist du mehr so der Rinderfleischtyp? Digga, Hauptsache rein, mein Drecksmaul. Junge, erstmal schön so 1 Liter wegsaufen. Top. Alright, ja, wir können. Hier, ist wieder close. Der ist wieder da. Wo bist du? Bist du das? Ah, nee. Ich seh ihn hier. Oh mein Gott, komm, der ist vor dir jetzt. Close. Bro, lass mich nicht drüber reden. Ist quasi in die Mitte des. Ah, ich seh ihn. Ja, das ist reingehauen, der ist zum Zelt gefahren, ich hab ihn leider nicht getötet. Lass einfach auf den Scheißen und wir gehen jetzt zu den Läden. Geh mal hier rechts rein, du musst links in den Laden. Du musst ja nur einmal reinsprinten kurz, ne? Genau, dann machst du einen Subtask-Sound. Jo. Kommst da wieder raus. Hier rennt was? Einer in einem Kopf, der wurde gerade drin, was? Ich geh nach links. Noch einer? Wir sind zu zweit. Oh mein Gott, ich hab grad rausgezoomt, das gibt's nicht. Einer tot? Oh lol, die haben Collateral bekommen. Ich check mal, ob aus dem langen Gang, wo wir hergekommen sind, da jemand kommt, also aus dieser Richtung. Ist gut, den einen hast du, den kannst du hier einstecken. Ich mach dir mal die Lampe aus. Ah, haben wir beide? Ja, wir haben beide einen, ja. Wenn du mal nachts ein paar Scav-Runs machen willst, sag Bescheid, Alter. Ja. Oh. Ich weiß nicht wo. Ah, da hinten. Ist tot. Ich muss mich erstmal wieder ordentlich anfassen. Ja, ich nicht. Oh, hier ist einer. Oh mein Gott, ich aim wie eine dreckige Nuss. Ich hab ihn, ja, ist down. Aber Goofy ist so dein Lieblingswort irgendwie, ne? Du bist so. Nee, nicht mehr, nicht so oft. Oh mein Gott, ich hab gerade Suppe in der Hand. Das ist nicht gut. Alles gut, ich kümmere mich um den. Ist deine Suppe. Rechts ist noch einer, es sind zwei. Close is down. Beide tot. Also du versuchst gerade so ein Wort zu finden, was ich benutzen würde, um hip zu wirken. Kann das sein? Ja, das Ding ist ja, du erreichst ja die ganzen jungen Leute. Und das versuche ich ja auch. Ich bin ja schon ein Stück älter als du. Und ich werde ja 34 dieses Jahr. Heilige Scheiße, Urgestein, ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Leute... Ich glaube...
Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich erreiche die jungen Leute nicht mehr. Ja, lass uns von links rum, weil für unsere Route zum Ausgang ist es ein bisschen besser, wenn wir das andersrum machen. Die Scavs sind leider diesen Vibe richtig broken und geben dir gerne mal so einen Headshot aus Out of Nowhere so. Wo bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Ich bin genau vor dir. Alter, okay. Ich loot ihn einmal an für XP. Bro, Interchange ist eigentlich so eine geile Map, aber ich zock die nie, ne? Weil ich liebe die auch, aber die Exits sind halt scheiße. Die erscheinen zu stressig. Ja, die Exits sind für den Arsch. Holy shit. Ich weiß nicht von wo. Unten links. Wo ist der andere, Bro? Ich check's nicht. Ich hab... unten irgendwie an der Rolltreppe. Also, ich spring mal rüber zu dir. Musst du noch in den Dino-Laden rein einmal? Und dann hier vorne an der Ecke ist noch dieser Trend. Digga, hipper Laden-Chat, oder? Trend Streetwear. Die Sucht hat's halt geregelt, weißt du? Jo, wenn du es halt ein paar Mal schon gemacht hast, weißt du halt, was du machst. Hast du den Subtext bekommen? Ja, ja, hab ich bekommen. Okay. Nee, haben alles, müssen nur noch reinhauen. Vielleicht runtergegangen? Ja, clean mit einem Schuss geexecutet. Ja, hab ich gehört. Boah, hier, ich bin Jan Schlappen, Alter. Und dann rennst du hier runter. Das würde man zum Beispiel nicht sagen, um die Jungs zu erreichen, weißt du? Sagt man Digga noch? Digga ist noch cool, oder? Ja, ja, doch, sagt man noch, ja. Also wann spielst du, Bro? Wann hast du angefangen? Anfang 2021. Nee, 22, Entschuldigung. Digga, das war eine krasse Runde. Holy ja, shit, easy. Alter. Oh Gott. Meine Freundin hat mir gerade auf korrekt eine Suppe reingebracht und ein Lackbrot drin und ist jetzt komplett so durch. Okay, ich habe 3 Spieler gekillt. 2. Bro, wir haben den ganzen Server gewiped, krank. Schweitertag. So, das Auto ist gleich hier vor uns tatsächlich. Okay, hier kenne ich mich gar nicht aus. Also so, naja, gar nicht übertrieben, aber sehr wenig. Jo. So, die andere Aufgabe ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil wir da an den Hotspot müssen. Wie findest du das mit dem Schnee? Geil, es ist ein bisschen Abfuck, um sich halt irgendwo hinzulegen, weil man wird halt immer gesehen. Aber du siehst halt auch andere sofort, ne? Musst hier mit rein und dann hier die Treppe einmal hoch. Jo, hier ist dick PvP, ne? Hier ist immer PvP, ja. Bist du da ganz müssen oben? Wir komplett hoch? Nach, müssen wir komplett hoch? Genau. Wie kommst du damit so klar, mit Distanzen einschätzen von Schüssen und so? Noch nicht so mega. Also, ich habe so ein Video geguckt, da hat so ein Typ 1v4 irgendwelche Leute hier genau in diesem Gebäude auseinandergenommen. Jo, hier ist einer durch so ein Stacheldraht gelaufen. Jo, das ist dieser eine Room da und so. Oder keine Ahnung. Oh, schießt du auf mich? Ich schieße nicht schießt auf dich. Ich schieße allgemein, ja. Sorry. Ja, ist gut, ist gut. Hast du gemacht? Hast du die Aufgabe? Jo, hab. Wir können. Ich hab einen Scav gesehen, ja, aber weiter weg. Es gibt so eine neue Map-Chat, Ground Zero heißt die. Die kann man nur bis Level 20 zocken. Ja, lass uns gerne den gleichen Weg wieder rausgehen, weil du musst dann noch einen anderen Ort. Jo, der zockt doch die Map öfter. Holy shit. So, das Leute schreiben W-Same. Kann man da links, wo wir gerade da, so diese links, dieses Cam, kann man da rein oder ist das schon auf Map? Nee, da kann man rein. Das ist ein neues Gebiet tatsächlich. Wir können jetzt quasi zu deinem Questort gehen und dann können wir da nochmal zurückgehen und die Taschen vollhauen. Und dahinter ist ein neuer Car-Exit. Nur der Schnee ist ein bisschen laut. Ja, Mann, überlaut. Holy shit. Ich weiß nicht, hören die anderen Leute das auch so laut? Ja, ja, safe. Aber es gibt leider immer noch sehr viele Soundbugs in dem Spiel. Also manchmal hörst du die Leute auch gar nicht. Aber wenn du so crouchst so über den Schnee, ist das für dich selber ultra laut und die anderen hören das manchmal gar nicht. Ja, das müssen die irgendwie noch fixen, Mann, weil Sound ist halt so wichtig in diesem Game. Und manchmal hörst du einfach so einen random Schuss bei dir einschlagen. Aber YOLO sagt man noch, oder? Ja, ja. Ja, ja, das ist cool. Ja, ja, das sagt man noch. Klar, klar. Und YOLO-Nese, Polonese? Geht das auch noch? Oder? Ja, ja, das geht auch noch. Fit, okay, klar. Gut. Bro, war das jemals cool? Nee. Ja, ich kann jetzt anders rausmachen. Entweder bewegt sich da was drin, du tötest das danach oder nicht. Oder? Jo. Ich glaube nämlich, dass der schon lange weg ist. Oder? Er rettet. Ja, hat dir auf jeden Fall was erschossen. Du rennst ran, ne? Ich renn ran, ja. Ja, der ist nach oben auf der Treppe. Der ist nach oben bist im Laden. Oben? Bist du oben? Er ist oben, er ist oben. Du nicht, ne? Ich nicht, bin draußen jetzt. Nice, Gab! Hab ihn angebrüllt. Unten. Ich bin unten. Er kann an der Seite oben rausspringen. Aber unten kann nur ich sein. Also wenn, ja, dann sterbe ich vorher. Ich laufe einmal um das Haus rum. Are you okay, bro? Do you want 20% auf Google Ads? Yeah. Stark. Okay, I will deliver right now. Hab ihn gesehen? Er ist, von mir aus gesehen rechts hinten im Raum. Ich weiß nicht genau, ob ich das beschreiben soll. Bist du oben? Ja, ich hab ein Problem. Er hat mich genadet. Ich bin tot, du musst ihn jetzt holen. Ich seh ihn nicht. Wo war er, hä? Ah, da rechts, Bro, ich hab ihn nicht gesehen. Das Ding ist, ich hab vergessen nachzuladen, mein Magazin war einfach leer. Alright, Bro, ich muss reinhauen leider. Wiederholen wir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. War schon witzig. Mit Kevin kann man da echt Spaß haben in dem Game. Ich habe hier leider ein bisschen versagt gerade, ne? Ich hätte ihn eigentlich haben müssen, aber dadurch, dass mein Magazin leer war, war ein bisschen bitter. Ich war auch noch so in einem Modus, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt ein bisschen gemerkt habt, die Leute bei mir jetzt öfter zugucken. Ich war noch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, also kennt ihr das, wenn ihr so mit Leuten noch nie interagiert habt und dann so ein bisschen auf Schüchtern macht? Wusste nicht, wie ich mit ihm reden kann. Ich glaube schon, dass das alles recht chillig ist, aber wenn man sich noch nicht kennt, ist das immer noch so.